Hey, meine knabberaffinen Freunde, hier ist einmal mehr der Sa. Und heute werde ich euch etwas empfehlen. Ihr habt es schon auf dem Thumbnail gesehen, beziehungsweise im Titel. Es gibt da einen Snack, den ich mir bei Rewe schon als Schüler sehr oft gekauft habe. Irgendwann hatte ich genug davon, dann habe ich das viele Jahre nicht mehr gekauft. Vor kurzem habe ich das jetzt mal wieder gesehen und mir gekauft. Und bereits vor ein paar Monaten habe ich davon eine Packung verputzt. Und das sind die Knabber-Snack. Das heißt einfach nur Knabber-Snack mit herzhaftem Schinkengeschmack. Von Ja. Guckt mal beim Penny rein. Die haben auch Eigenmarken, aber die sehen richtig geil aus. Die sind so ein bisschen individuell modern gemacht. Und hier dieses Blau-Weiß, ne? Aber es soll uns nicht stören. Das Zeug ist trotzdem geil. Nein, das besteht hauptsächlich aus Mais, ne? Maisgrieß und Reisgrieß, ja. Mit ein bisschen Übung könnt ihr schon herausschmecken, was der Hauptbestandteil eines Knabberartikels ist. Also ob das Weizenmehl ist, Kartoffelstärke, Maisgrieß, Reis und so weiter. Das könnt ihr mit der Zeit herausschmecken, wenn ihr euch ein bisschen darin übt. Ja, und was haben wir hier für Zutaten? Außer Mais und Reis, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Hefeextrakt, Aroma, Farbstoffe, Emulgator, Mono, die Glyceride von Speisefettsäuren, Karamell, Zuckersirup, Zucker, Gerstenmalz, Extrakt, Zwiebelpulver und Raucharoma. Das verstehe ich nicht, warum die Raucharoma reinmachen. Es gibt doch diesen Rauchextrakt, ne? Ich habe den auch. Hickory Rauchextrakt von Stubbs oder wie heißt es? Kann doch nicht so teuer sein, da richtigen Rauch reinzumachen, oder? Aber nichtsdestotrotz ist es super geil. Genau wie früher. Habe ich schon vor 14 Jahren gegessen, das Zeug. Und schmeckt immer noch genauso. Ist natürlich auch ein bisschen witzig. Denn das, was hier nach Bacon aussieht, ne, diese roten Striche, das ist eigentlich nur rote Beete-Extrakt. Ah, und Paprika-Extrakt. Ich merke aber gerade, die sind ziemlich salzig. 2,8 Gramm Salz pro 100 Gramm. Und in einer Packung sind 125 Gramm drin. Also das ist schon krass, ne? Also wenn ihr eine Aversion gegen Salz habt, dann solltet ihr das vielleicht lieber nicht holen. Ansonsten für 79 Cent ist es wirklich ein Preis-Leistungssieger im Vergleich mit anderen Knabbersachen. Und ich kann euch das nur empfehlen. Holt euch das mal, wenn ihr interessiert seid. Hier und hier andere Rezensionen und Videos von mir. Und wenn ihr mich bei dem unterstützen wollt, was ich hier mache, dann gebt mir einen Daumen hoch. Oder teilt mal ein Video von mir über eine WhatsApp-Gruppe oder sowas. Ciao, Leute!